In diesem Video möchte ich wieder mal auf Fragen der Unternehmensbewertung eingehen, weil dazu auch immer wieder Fragen kommen und weil Unternehmensbewertung gerade für Langfristinvestoren, also die nicht von Charts abhängig sein wollen, von dem Kurs auf und ab, sondern von der wirklichen Bewertung, vom echten Wert eines Unternehmens ausgehen und so Über- und Unterbewertungen feststellen wollen, um Kaufentscheidungen treffen zu können, dafür ist Unternehmensbewertung natürlich extrem wichtig. Ich weiß, dieses kurze YouTube-Format ist nicht geeignet, um wirklich ins Detail zu gehen und das umfassend darstellen zu können. Da sind meine Seminare geeignet. Trotzdem möchte ich auf YouTube in diesen Videos auch immer wieder mal darauf eingehen, um eine Vorstellung, ein Bild zu bekommen, worum es bei der Unternehmensbewertung eigentlich geht. Was ist denn der Wert eines Unternehmens? Und bei Börsenunternehmen, bei börsennotierten Unternehmen, da gibt es grundsätzlich natürlich den Aktienkurs. Und nimmt man den Aktienkurs mal die Anzahl der Aktien, dann hat man die Marktkapitalisierung eines Unternehmens. Das ist also der Wert, so wie er aktuell an der Börse gehandelt wird. Nun muss man aber wissen, dass zu diesem tatsächlichen Börsenkurs nur eine sehr geringe Anzahl von Aktien gehandelt werden. Und dieser Börsenkurs ständig schwankt innerhalb eines Tages, um einige Prozentpunkte beispielsweise. Und wenn man dann Wochen-, Monats- oder Jahresunterschiede sind, dann gibt es gewaltige Unterschiede. Und da spielt eben viel Psychologie mit rein, viel Hoffnungen, viel Enttäuschungen, viel Befürchtungen. All diese psychologischen Faktoren, die allgemeine Marktstimmung, die Marktlage spielt eine Rolle, das allgemeine Wirtschaftsumfeld und viele andere Faktoren spielen da rein. Und das bedeutet eben für uns Langfristaktionäre, wir wollen davon unabhängig von diesem Marktgegacker, unabhängig einen tatsächlichen Wert dieses Unternehmens ermitteln. Und damit wurde die Idee des inneren Werts geschaffen. Also was ist eigentlich dieser tatsächliche Wert, unabhängig vom aktuellen Börsenkurs, von diesem ständigen Auf und Ab, von diesen Markthypes? Und beim inneren Wert, da wurden zwei Berechnungsmöglichkeiten geschaffen. Zum einen der Ertragswert. Das sind also die Gewinne, die künftigen Gewinne, die ein Unternehmen voraussichtlich erwirtschaften wird, und die werden dann abgezinst zum heutigen Tag. Und damit hat man den Ertragswert eines Unternehmens ermittelt. Und daneben gibt es den Substanzwert eines Unternehmens. Also was ist eigentlich der Wert anhand der Substanz des Unternehmens? Und darauf möchte ich heute etwas näher eingehen. Was ist eigentlich die Substanz eines Unternehmens? Das ist letztlich das Eigenkapital. Wie der Name schon sagt, das eigene Kapital eines Unternehmens, das dem Unternehmen und damit den Unternehmenseigentümern, also den Aktionären, gehört. Denn das Eigenkapital ist ja unterteilt in eine bestimmte Anzahl von Aktien. Wie wird das Eigenkapital ermittelt? Bei Unternehmensgründung, da entspricht das Eigenkapital dem Betrag, der von den Aktionären eingelegt wird. Und dann entstehen im Lauf der Unternehmensentwicklung Gewinne und Verluste. Jeder Gewinn erhöht den Wert eines Unternehmens und jeder Verlust vermindert ihn. Und die Gewinne, die nicht ausgeschüttet werden, verbleiben im Unternehmen und erhöhen das Eigenkapital. Und Verluste vermindern das Eigenkapital. Also die Substanz eines Unternehmens. Der Betrag, der uns Aktionären eigentlich gehört.
Wie wird dann im Lauf der Zeit mit all diesen Gewinnen und Verlusten das Eigenkapital ermittelt? Ganz einfach, indem man das Vermögen eines Unternehmens nimmt, abzüglich der Schulden, und dieser Differenzbetrag ist das Eigenkapital. Und nun gibt es unterschiedliche Rechnungslegungsvorschriften. Da gibt es zum einen das deutsche HGB, Handelsgesetzbuch. Zudem bilanzieren grundsätzlich mal deutsche Unternehmen ab einer bestimmten Größe, Rechtsform. Und dieses HGB, diese Vorschriften wurden gestaltet, im Mittelpunkt stand der Gläubigerschutz. Also, die Idee war, Gläubiger, also Menschen, die dem Unternehmen Kredit geben, Banken beispielsweise, oder die Dienstleistungen erbringen und die Zahlung dieser Dienstleistung erst später erfolgt und damit einen Lieferantenkredit gewähren, die sollen sich ein Bild von der Lage des Unternehmens machen können anhand der Bilanz, ob sie auch diesem Unternehmen trauen, ob das Unternehmen aller Voraussicht nach in der Lage ist, diesen Kredit später auch zurückzahlen zu können. Gläubigerschutz also im Mittelpunkt beim HGB. Und da herrscht die kaufmännische Vorsicht vor. Also es sollte auf keinen Fall ein Bild von einem Unternehmen vermittelt werden, das zu euphorisch, zu optimistisch ist. Lieber etwas schlechter rechnen, das steht im Grundsatz hinter diesen HGB-Vorschriften. Und da werden Vermögensgegenstände in der Regel zu Anschaffungskosten, also zu Kaufpreisen vereinfacht gesagt, bewertet, und bei Anlagevermögen, das also über mehrere Jahre dem Unternehmen dient, erfolgen dann Abschreibungen bei Vermögensgegenständen, die der Abnutzung unterliegen. Und so können beim Unternehmen aber stille Reserven entstehen. Immer dann, wenn der Vermögensgegenstand am Markt zu Marktpreisen eigentlich mehr wert ist, als er zu diesen Buchwerten aufgrund dieser Anschaffungspreise abzüglich Abschreibungen in den Büchern in der Bilanz ausgewiesen ist. Und die Differenz zwischen Marktpreisen und Buchwert, das sind stille Reserven. Die sind im Eigenkapital nach HGB dann nicht ausgewiesen. Das heißt, eigentlich wäre das Unternehmen ja mehr wert, das Eigenkapital höher als ausgewiesen. Und deshalb wurden die internationalen Rechnungslegungsvorschriften, also insbesondere IFRS oder auch in Amerika das GAAP, diese wurden anders ausgelegt. Da steht der Investorenschutz im Vordergrund. Da ist also das Ziel, dass sich Investoren ein Bild über die tatsächliche Lage eines Unternehmens machen können, über den tatsächlichen Wert eines Unternehmens. Und da werden die Vermögensgegenstände zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Also ein Fair Value, ein fairer, ein tatsächlicher Wert soll ausgewiesen sein, unabhängig vom ursprünglichen Kaufpreis und unabhängig von linearen, also reinen Zeitabschreibungen, die ja auch nicht dem tatsächlichen Wert eines Vermögensgegenstands entsprechen. Und so steht eben im Mittelpunkt dieser internationalen Rechnungslegungsvorschriften, dass jeder Vermögensgegenstand so ausgewiesen werden soll, wie er tatsächlich wert ist. Also, dass der Wert auch wirklich realistisch ist im Vergleich zu den aktuellen Marktpreisen. Und deshalb ist es bei den internationalen Rechnungslegungsvorschriften viel schwieriger, stille Reserven anzulegen. Die sollen auch vermieden werden, um den Investoren ein tatsächliches Bild des Unternehmens zu vermitteln. Und
da ist eben dieser Unterschied zwischen dem Eigenkapital. Das Eigenkapital kann bei Bilanzierung nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften viel höher sein als das Eigenkapital nach HGB. Es kann aber auch Zeiten geben, in denen dieses Eigenkapital nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften wieder deutlich stärker vermindert werden muss als nach HGB. Immer dann, wenn Zuschreibungen nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften erfolgt sind, weil die Marktpreise der Vermögensgegenstände letztes Jahr höher waren als dieses Jahr, dann muss eine Abschreibung erfolgen und die vermindert dann das Eigenkapital und deshalb kommt es da häufig zu hohen Verlusten in solchen Fällen. Das passiert beim HGB nicht so sehr, weil da in der Regel die Obergrenze die Anschaffungskosten sind und da kommt es eben zu keinen in der Regel Zuschreibungen zu, wenn die Marktpreise höher sind. Deshalb eben dann später auch nicht zu so starken Abschreibungen. Das wirkt sich insbesondere auch bei immateriellen Vermögensgegenständen aus, also beispielsweise beim Geschäfts- und Firmenwert. Das ist ja der Posten in der Bilanz, der ausgewiesen wird, wenn Unternehmen aufgekauft werden und der Kaufpreis höher ist als die Summe der einzelnen Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden dieses aufgekauften Unternehmens. Dieser höhere Kaufpreis wird dann in der Bilanzposition Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen. Das ist der sogenannte Goodwill. Und dieser Goodwill musste oder muss nach HGB linear abgeschrieben werden, während nach internationalen Rechnungsvorschriften jedes Jahr neu bewertet werden muss, ob dieser Goodwill dem tatsächlichen Wert eines Unternehmens, dem tatsächlichen Wert entspricht. Und dann können Zu- oder Abschreibungen erfolgen, wenn dieser tatsächliche Wert ein anderer ist als im letzten Jahr. Und damit möchte ich eben auf diese Unterschiede hinweisen und eine Vorstellung davon vermitteln, was der Wert des Eigenkapitals eigentlich aussagt. Es ist also nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften ein Wert, der, wenn richtig bilanziert wurde, auch dem tatsächlichen Wert dieser Vermögensgegenstände abzüglich der Schulden entspricht und eben nicht ein schlechter gerechneter Wert. Nun kann der eine sagen, mir wäre es aber lieber, es werden stille Reserven angelegt, weil dann hat das Unternehmen zusätzlich Potenzial und Sicherheit. Ja, aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, dass wir Investoren dann schlechter gerechnet werden, dass ein schlechteres Bild von einem Unternehmen vermittelt wird, als es tatsächlich ist. Und dass eben der innere Substanzwert niedriger ist, als er tatsächlich ist. Und wir damit beim Kauf eines Unternehmens zu falschen Schlüssen kommen. Also ich bin schon ein Anhänger dieser internationalen Rechnungslegungsvorschriften. Aber wichtig ist, dass Wirtschaftsprüfer, die ja bei großen Unternehmen die Bilanz prüfen müssen, dann auch wirklich sehr sorgfältig überprüfen, ob diese angesetzten Werte auch tatsächlich den aktuellen Fair Values, also den, wenn man so will, Marktwerten entsprechen. Denn sonst könnte das Eigenkapital eine Luftnummer sein. Und das ist eben diese Gefahr, dass in Wirklichkeit diese Werte gar nicht vorhanden sind, weil sie zu schön gerechnet wurden und damit das Eigenkapital ein falsches Bild vermittelt, ein zu euphorisches Bild vermittelt. Und das wäre natürlich auch fatal für uns Investoren bei Anlageentscheidungen
und bei der Bewertung des Substanzwerts eines Unternehmens. Das nur so im Kleinen mal ein Eindruck, dass Eigenkapital nicht gleich Eigenkapital sein muss, dass es stille Reserven geben kann, dass es aber auch Abschreibungsbedarf geben kann und insbesondere außerordentliche Abschreibungen, und dass man das im Hinterkopf haben sollte bei der Unternehmensbewertung und dann seine eigenen Schlüsse ziehen sollte, zu welchem Kurs ich ein Unternehmen kaufen möchte, um meine eigenen Renditeziele und Sicherheitsstandards erfüllen zu können. Und das ist natürlich dann eine Frage bei der Unternehmensbewertung, wo wir dann in meinen Seminaren auf die Details eingehen und wirklich einen Substanzwert ermitteln und einen Ertragswert und damit einen Preis, zu dem aus meiner Sicht es Sinn macht, Aktien von einem bestimmten Unternehmen zu kaufen. Wie immer, wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Sie mir einen Like hinterlassen. Wenn Sie das Video teilen und weiterempfehlen, weil so mehr Menschen von soliden Aktieninvestitionen profitieren können. Und wenn Sie künftig keine Videos verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Auch darüber freue ich mich. Bis zum nächsten Mal.